So, da sind wir schon wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo. Nämlich am Zero-Punkt wird sich anscheinend was ändern. Anscheinend alle 2 Minuten fängt er heftig an zu pulsieren. Ich bin jetzt mal gerade hier in Salty Towers gelandet, während Gruppenkeile. Ich glaube, ich habe es auch schon einmal gesehen während der Landung, aber ich wollte euch einfach nur zusammen gerade daran teilhaben haben. Und denkt dran, Livestream beginnt gleich, aber wir fangen erst an mit Rette die Welt, dann Custom Games. Also wer Bock hat, da mitzumachen, natürlich gerne reinschauen. Falls das Video später siehst, gerne ein Abo dalassen. Ihr kennt das Ganze ja. Wie gesagt, Custom Games kann jeder mitmachen. Wir machen immer so einen Monatsbesten. Passiert was? Ah. Das ist alles? Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, da passiert ein bisschen mehr. Aber, ah doch. Okay. Es pulsiert ein bisschen. Also ich bin echt mal gespannt, was passiert. Weil viele haben jetzt schon gemunkelt, Grüße gehen raus an Schleuderaffe, dass da quasi eventuell können wir zurückkatapultiert werden in die Zeit. Also bedeutet eventuell sogar alte Map, aber warten wir es einfach mal ab. Wie gesagt, ich wollte euch nur das zeigen. Ich habe jetzt persönlich auch mehr erwartet. Aber dann würde ich sagen, gehe ich jetzt rüber und rette die Welt. Oh, da passiert wieder was. Wieso Schallwellen? Ja gut, aber was will man auch erwarten, ne? Die Season fängt am Dienstag an. Also jetzt fängt halt so langsam, kommt wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen was hinzu. Wie gesagt, wenn ich euch schon irgendwie damit ein bisschen unterhalten konnte, gerne ein Like da lassen. Vergesst es nicht. Und wie gesagt, guckt gerne in den Custom Games vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Achso, und wenn ihr Rettet die Welt habt, natürlich auch gerne schon jetzt im Stream vorbeischauen. In dem Sinne, bis gleich.